Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Fliesen entfernen und somit natürlich auch den darunter liegenden Fliesenkleber richtig abschlagen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben bei unserer Tiefgarage überall alte Fliesen, die an manchen Stellen sogar schon gebrochen sind oder sich einfach gelöst haben. Und die muss ich jetzt erstmal entfernen, dass ich danach natürlich auch die Oberfläche bzw. den Untergrund richtig neu aufbauen kann. Falls deine Fliesen übrigens am Boden bzw. auch an der Wand tragfähig sind, also wirklich bombenfest noch dran sitzen, dann habe ich in einem extra Video auch schon gezeigt, wie wir diese einmal neu verputzen können oder zum Beispiel auch neue Fliesen darüber kleben können. Das geht natürlich deutlich schneller und da haben wir auch weniger Dreck. Bei mir macht das wie gesagt keinen Sinn, alles ist hohl, manche Fliesen gehen schon von alleine ab, weswegen ich bei einer kleinen Fläche jetzt auch mal mit einem Hammer und einem Meißel das Ganze entfernen könnte. Und bei großen Flächen wie bei mir, da sollte man am besten auf jeden Fall einen Bohrhammer zur Hand nehmen, der vorne auch einen speziellen Fliesenaufsatz hat. Mit dem komme ich nämlich relativ gut unter die Fliesen drunter und somit lösen sich diese eigentlich auch schon von alleine bzw. springen vom Boden weg, ohne dass wir den Untergrund aber auch zu stark beschädigen. Entweder suche ich mir zum Beispiel eine Stelle in der Mitte, von der aus ich mal beginne, das Ganze rauszuhauen, oder ich habe das Glück wie bei mir, dass ich zum Beispiel hier vorne an der Stelle einfach schon unter die Fliesen drunter gehen kann. Und jetzt aber unbedingt noch Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und natürlich auch eine Staubschutzmaske anziehen. Die Fliesen gehen mit dieser Methode wirklich super runter, ohne dass wir unseren Untergrund zu stark beschädigen. Und beim Fliesenkleber, da braucht man leider einfach etwas mehr Geduld, da dieser meistens je nach Alter und vor allem auch Ausführung doch relativ hartnäckig ist. Und somit haben wir jetzt auch schon alte Fliesen richtig von unserem Boden bzw. von der Wand entfernt. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.